Werte Freunde des Löwen, es ist wieder soweit. Zeit für Bildungstrinken. Wir haben ein paar Termine gefunden, an denen wir mit Ihnen zusammen eiskalte Drinks und vielleicht hanebüchende Geschichten genießen möchten. Der erste Termin ist gleich übermorgen, Donnerstag, der 24. April 2014. Um 19 Uhr starte ich persönlich mit Ihnen in ein Gin und Tonic Tasting. Ich werde Ihnen 10 verschiedene Gins servieren und ich befürchte, es werden doch 11 oder 12. Dazu diverse Tonics und über den kulinarischen Genuss hinaus noch die eine oder andere Geschichte zu dem Gin oder dem Tonic und vielleicht aus meinem oder Ihrem Leben, das werden wir dann sehen. Ich verspreche Ihnen, das wird ein sehr unterhaltsamer Abend. Das waren die letzten Gin Tonic Tastings in der Regel schon, das kann man durchaus so behaupten. Nehmen Sie sich nicht so viel vor, vielleicht sollten Sie am Freitagmorgen eine Stunde später im Büro erscheinen. Donnerstag, jetzt Donnerstag geht es los, 24. April, 19 Uhr. Schicken Sie uns eine E-Mail. Details kommen gleich, denn ich habe noch zwei weitere Termine für Sie. Zum einen, und das finde ich einen ganz fantastischen Termin, ist es der großartige Mario Kappes. Der wird Ihnen aus seinen 20 Jahren hinter der Bar die besten Geschichten und die besten Drinks servieren. Und ich schwöre Ihnen, da sind einige Geschichten und einige Drinks, die Sie nicht erwartet hätten. Ich habe zum Beispiel vor kurzem ein Video aus Island gesehen, in dem Mario Kappes ist. Und das ist schon sehr lange her. Und der macht da sehr ungewöhnliche Dinge. Und ich werde es Ihnen hier nicht verraten. Das ist ein Privileg der Teilnehmer. Der Mario Kappes-Abend ist an einem Samstag. Und zwar, jetzt muss ich aber gucken, der 10. April. Wir starten um 17:30 Uhr, also am frühen Abend. Und dann wird Herr Kappes Sie die nächsten Stunden nicht mehr aus dem Bann lassen. Und ich hoffe, es wird Ihnen so gefallen, wie das, was ich schon bis jetzt gesehen habe, mir gefallen hat. Kommen Sie also zu einem speziellen Mario Kappes-Abend. Wer Mario Kappes kennt, weiß, dass es ein ganz besonderer Abend wird. Wer ihn nicht kennt, der muss sowieso kommen, weil Mario Kappes gibt es halt nur einmal und er ist halt ein fantastischer Löwe. Der letzte Termin vorerst ist der 15. April, das ist ein Donner, Entschuldigung, 15. Mai, das ist ein Donnerstag. Und da rede ich mit Ihnen übers Homebartending. Jetzt mal Butter bei die Fische, wie wir sagen. Sie kaufen sich für zu Hause immer mehr Flaschen. Was machen wir denn damit? Wir müssen noch einmal darüber reden, wie Sie denn zu Hause ohne viel Aufwand ein extrem lässiger und gut aussehender Gastgeber bzw. eine extrem lässige und gut aussehende Gastgeberin werden. Das ist unser Ziel. Wir wollen Sie zum perfekten Gastgeber machen, sozusagen stets mit einem trockenen Martini in der Hand. Kommen Sie zum Homebartending-Abend am 15. Mai, der Donnerstag. Wir starten da um 19 Uhr. Vielleicht Open End. Ich werde Ihnen ein paar Basics zeigen über die Homebar, ein paar Tricks, ein paar Tipps, ein paar Kniffe. Und ich glaube, wenn wir sozusagen mit dem Abend fertig sind, dann haben Sie das Zeug zum perfekten Homebartender und zum gelungenen Host für zu Hause. Also, wir freuen uns. Wir haben in Kürze noch eine kleine Überraschung für Sie. Leider ist das Wetter noch nicht gut genug. Wir haben in Kürze eine tolle Location direkt um die Ecke vom Le Lion, aber outdoor. Sie werden sich fragen, wo die ist. Ich werde sie noch nicht verraten. Auch da werden wir im Sommer ein paar Tastings machen. Wenn Sie dabei sein möchten bei allen Veranstaltungen, melden Sie sich an via E-Mail an magdalena@lelion.net. Magdalena@lelion.net. Falls Sie sozusagen dieses Video zum ersten Mal sehen, oder was heißt zum ersten Mal, aber sozusagen in diesem Video zum ersten Mal von unseren Tastings hören, wir haben eine Art E-Mail-Verteiler. Der Link dazu sollte hier unter dem Video sein. Klicken Sie drauf, tragen Sie sich ein, dann erfahren Sie in Kürze von den nächsten Tastings rund ums Le Lion. Wenn Sie möchten, dass wir zu Ihnen nach Hause kommen oder in Ihre Räumlichkeiten, lassen Sie es uns wissen. Es ist fast alles machbar. Wir freuen uns und es geht schon übermorgen los. Also, wenn Sie Lust haben, übermorgen Gin und Tonic Tasting. Am 10. Mai der unglaubliche The Fabulous Mario Kappes und am 15. Mai rede ich mit Ihnen über das Homebartending. Ich freue mich sehr. Kommen Sie vorbei. Tschüss.